Oh Gott, jetzt wird es ja auch noch warm im Zimmer. Halle der Weisen. Oh. Den Ort kennen wir schon. Sind wir jetzt das zweite Mal. Mal gucken, wer uns jetzt hier begegnet. Danke. Dank deiner Hilfe wurde ich in den Kreis der Weisen aufgenommen. Nun bin ich die Weise des Waldtempels. Boah, interessant. Ich habe stets gewusst, dass du zu Höherem berufen bist. Ich hege große Gefühle für dich. Aha. Das ist schön, du bist ein kleines Mädchen, weißt du, das sieht merkwürdig aus, das musst du verstehen. Ich kann deine Gefühle nicht erwidern, das gäbe Ärger. Ich werde dich als Weise des Waldes stets unterstützen. Nimm dieses Amulett an dich. Ja, okay, wenn es beim Amulett bleibt, haben wir einen Deal. Dann läuft das alles so, wie du magst. Und da haben wir jetzt das Waldamulett. Das zweite, das erste haben wir geschenkt bekommen, als wir erwachsen wurden, und das hier haben wir uns jetzt erarbeitet. Stehen also noch vier Amulette aus, die wir uns holen müssen. Das Amulett des Waldes. Salia gibt sich als eine der Weisen zu erkennen und überträgt ihr ihre Kraft. Oh mein Gott. Das ist die Ecke, wo so viel gelabert wird. Wir sind nämlich jetzt leider noch nicht durch. Jetzt kommt nämlich noch was. Denn hier sehen wir schon was. Hallo? Was ist das? Ah, süß. Ob man das rauchen kann? Nein, lieber doch nicht. Es ist ein kleines Bäumchen. Sei gegrüßt! Ich bin der Spross des Tickwurmes! Weil du und Salia den Fluch vom Waldtempel genommen haben, kann ich wachsen und sprießen. Hab Dank! Hast du deine alten Freunde wiedergesehen? Wahrscheinlich wird dich von ihnen niemand mehr wiedererkennen. Das liegt daran, dass Gokiri niemals altern. Die vergangenen Jahre gingen an ihnen spurlos vorüber. Sicher fragst du dich, warum du gealtert bist. Nun, du hast es sicher schon geahnt. Du bist kein Gokiri, du bist ein Indianer. Ich bin froh, dieses Geheimnis endlich offenbart zu haben. Joa, nett. Kann ich denn deine Blätter jetzt rauchen? Hm? Vor langer Zeit fand in Hyrule ein Krieg statt, der nahezu eine halbe Dekade andauerte. Um diesem Krieg zu entkommen, gab eine junge hyljanische Mutter ihr Baby in die Obhut des Waldes. Als sich das Leben der Mutter dem Ende zuneigte, vertraute sie es dem Dekubaum an. Der Dekubaum ahnte bereits, dass es sich bei dem Baby um ein Kind des Schicksals handelte. Die Kokiri zogen das Kind auf und es lebte dort bis zu jenem Tag, da sich die Prophezeiung erfüllte. Oh Gott, hoffentlich muss ich die Stimme nicht mehr lange machen. Du bist Hyljana. Es war immer deine Bestimmung, den Wald zu verlassen. Dein Schicksal, nun hat es sich endlich erfüllt. Du weißt, was du zu tun hast. Du musst Hyrule vor den Untergang bewahren. So sei es, Navik. Befreie die Tempel von ihren Flüchen und sorge für Frieden in Hyrule. Alles klar, bis später. So, sind wir den auch los. Geht's jetzt weiter direkt zu den Goronen. Da müssten wir jetzt, wenn ich das nicht schon aus Versehen gemacht hätte, als ich mir das zerbrochene Langschwert geholt habe, einen kleinen Goronen stoppen, mit dem wir dann reden, der uns erzählt, was im Feuertempel passiert ist. Hab ich schon gemacht, weil ich den aus Versehen gestoppt habe und dann mir dachte, ja komm, dann redest du auch mit ihm. Dementsprechend haben wir auch, kann ich gerade zeigen, schon die Feuerrüstung und die Eingänge, die wir gleich brauchen. Nehmen wir mal den schnellen Weg hier über die verlorenen Wälder rüber nach Goronia. Jetzt dauert das ein bisschen länger. So, hier schnell hochlink. Wunderbar. Hier um die Ecke. Und da sind auch schon die verlorenen Wälder. Hinein mit dir.
Ich glaube, hier gucke ich mal noch nebenher nach ein paar Büschen, dass ich noch die Herzen voll kriege. Du bist kein Busch, du bist kein Busch und du auch nicht. So, hier ist der Eingang nach Goronia und da sind Büsche. Ich will kein Geld. Danke. Weil ich Geld ja so dringend brauche. Danke. Gut, ich glaube, hier finde ich gleich Vasen. Auf alle Fälle, nachdem wir den Goronen dann gestoppt und mit ihm geredet hatten, öffneten sich hier unten die Türen. Und da lang müssen wir auch weiter, wenn ich hier die Vasen zerdeppert habe. Heile, danke. Ah! Geht doch. Sehe ich mal schnell den Fanghaken noch aus, den brauche ich gleich. Ja, da kann ich auch gerade noch über die Feuerrüstung reden und meinen Plan dazu. Und zwar ist es so, dass ich die Feuerrüstung so gut wie gar nicht benutzen will. Das ist an manchen Ecken des Tempels unmöglich. Allerdings, ein Großteil des Tempels sehen wir dann Countdown und wenn der abläuft, dann sterbe ich. Und der Countdown ist bei 3 Herzen nicht sonderlich hoch. Ich glaube, er liegt bei 24 Sekunden, weil jedes Herz einem 8 Sekunden einbringt. Todeskrater. Ach, hier bin ich auch zum ersten Mal. Sehr wunderbar. Navik, in dieser Höhle herrscht extreme Hitze. Okay. Ja, 24 Sekunden ist weg. So. Ach, wen sehen wir denn da? Du schon wieder. Du hast aber auch keine Goronrüstung. Halt dich hier nicht zu lange auf, wenn du nicht genug Herzen hast. Wahre Freundschaft wächst. Je länger sie besteht, sie wächst im Herzen und wird mit jeder Minute stärker. Die leidenschaftliche Blüte der Freundschaft, die jetzt schon in dir reift, wird dir weisen den richtigen Weg. Diese Melodie sei der Kraft der Freundschaft gewidmet. Lausche nun dem Bolero des Feuers. Okay. Ist übrigens mein Lieblingslied im Spiel. Ich finde, es hat ein schönes Tempo. Oh, und ich verspiele mich. Ja, Lieblingslied, so viel dazu. So, zack, da haben wir's. Den Bolero des Feuers erlernt. Ich würde es jetzt immer das Bolero des Feuers nennen, aber das ist dann höchstwahrscheinlich falsch. Navik, wir werden uns wiedersehen. Nein, geh nicht. Oh, Feuer, du brennst! Ich sagte doch, Goronrüstung! Nein, verbrenn nicht ganz! Rette dich! Rette dich! Und weggebrannt. Sie ist tot. Oder er. Was auch immer. Schade drum. Oh, meine Zeit läuft auch langsam ab. Also sehen wir mal zu, dass wir hier in den Tempel kommen, bevor wir ganz tot sind. Ja, bei 1 betreten, so lobe ich mir das. Das ist doch hier eine Spannungskurve. Unglaublich. Den ignorieren wir mal und gehen hier direkt nach links. Und wen treffen wir da? Wer ist da? Bist du es, Navik? Tatsächlich, Navik! Du bist erwachsen geworden. Ein richtiger Mann. Gerne würde ich mich länger mit dir unterhalten. Doch die Zeit drängt. Erneut hat Ganondorf Chaos gesät. Er hat die infernalische Drachenkreatur Volvagia aus dem Reich der Toten zurückgeholt. Zudem will er die gefangenen Goronen der Bestie zum Fraß vorwerfen, als Warnung an alle, die ihm trotzen. Wenn das feuerspeiende Ungetüm aus den Höhlen des Tempels entkommt, wird Hyrule in einem flammenden Inferno versinken. Ich werde vorgehen und versuchen, die Kreatur zu bezwingen. Das wird nicht leicht, denn mir fehlt die Waffe, die in der alten Sage Erwähnung findet. Doch mir bleibt keine Wahl. Navik, als dein Bruder bitte ich dich um diesen Gefallen. Während ich die Bestie fordere, sollst du meine Leute retten.
Die Zellen, in die man sie gesperrt hat, sind über den gesamten Tempel verteilt. Hilf mir, Narvik. Und tschüss, ich gehe jetzt durch die verschlossene Tür und du wirst niemals wissen, wie. Und ich verschließe sie hinter mir wieder, weil du mir nicht folgen sollst. Danke, Darunia. Du bist mir wie immer eine Riesenhilfe. So, hier vorne ist auch direkt der erste Gorone, den wir befreien sollen. Ich muss immer meine Uhr im Blick behalten. Man kann mit dem reden und dann geben sie einem hier unter Zusatzinformationen, aber an und für sich interessiert immer nur die Truhe, die bei denen mit drin ist. Und wahrscheinlich schaffe ich es jetzt zeitlich nicht mehr, bevor ich abbreche. Ein kleiner Schlüssel. Ja, hier, du bist frei. Lauf nach Hause, ich muss mich retten. Oh, oh. Oh, oh. Nein. Ich will in der Luft sterben. Warum bist du nicht in der Luft gestorben? Na gut, Game Over. Wie schade. Naja, den Schlüssel aus dem Raum haben wir und jetzt sind wir hier vorne. Gehen wir da einfach nicht nochmal rein und dann ist alles gut. Oh, da heult jetzt mein Kater vor meiner Zimmertür. So. In jedem Raum werde ich vermutlich was öfter sterben. Aber wir werden es sehen. Hier lang kommen wir erstmal relativ einfach. Und finden einen weiteren eingesperrten Goron. Ja, sehr fein. Nö, 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 mit dir rede ich nicht. Ich will nur das hier. Dankeschön. Und tschüss. So, und jetzt werde ich vermutlich wieder sterben, weil ich komplett zu anderen... Obwohl, ich kann ja erstmal nur den halben Weg gehen und dann da oben nochmal sicher in die Tür gehen. Ich muss ja nur, weil ich höchstwahrscheinlich sterbe, es nicht auch noch provozieren. Das wäre ja schön blöd. Gehen wir nochmal kurz hier hin, wo es kalt ist. Ah, ist das schön kalt hier. Okay, wieder in die Hitze.